Und herzlich willkommen bei Glatt rasiert. Heute soll es einmal um das Thema Düfte gehen. Für mich ist ohnehin eine Rasur erst dann abgeschlossen, wenn ich mir nach dem Aftershave noch ein schönes Eau de Toilette oder ein Eau de Parfum auflegen kann. Dann bin ich ready to go, der Tag kann kommen und es kann losgehen. Neulich stand ich allerdings mal vor der Frage, was soll ich bloß bei diesen Temperaturen auflegen? Okay, ich musste kurz nachdenken, habe dann aber auch einen passenden Duft in meiner kleinen Sammlung gefunden. Und das brachte mich letztendlich auch auf die Idee, euch einmal meine vier Lieblingsdüfte passend zu den vier Jahreszeiten vorzustellen. Und da wollen wir auch gar nicht lange rumreden, sondern gleich starten mit der ersten Jahreszeit, nämlich mit dem Frühling. Ja, mein absoluter Lieblingsduft im Frühling ist Platinum Egoist von Chanel. Platinum Egoist wurde 1993 vom weltberühmten Parfümeur Jacques Polch kreiert. Jacques Polch war über 30 Jahre Chefparfümeur von Chanel. Er hat insgesamt über 80 Düfte kreiert, unter anderem dabei solche Düfte wie Bleu de Chanel, Antheus, Allure und für Yves Saint Laurent das berühmte Rief Gauche. Vom Duftcharakter ist Platinum Egoist frisch würzig. Die vorherrschenden Duftnoten sind Lavendel, Neroli, Rosmarin, Sandelholz, Eichenmoos und Amber. Der Kaufpreis für einen 100 ml Flakon bei Douglas beträgt aktuell 86,95 €. Ja, Platinum Egoist passt mit seinen dezent floralen Duftnoten eigentlich sehr gut in den Frühling rein. Diese sind allerdings sehr schön maskulin eingebettet, sodass das Ganze nicht zu feminin wird. Man duftet frisch, gepflegt und seriös. Also Platinum Egoist hat schon einen einzigartigen Duftcharakter. Es wirkt unnachahmlich elegant und ist meiner Meinung nach der beste Chanel Herrenduft. Für mich ist Platinum Egoist was ganz Besonderes und was ganz Wunderbares. Die Haltbarkeit ist nicht besonders gut. Es ist eher ein dezenter Duft, auch von der Projektion her. Man zieht also nicht eine riesige Duftwolke hinter sich her. Also das ist ein Duft, der sich eigentlich nichts mehr beweisen muss. Er ist sicherlich auch im Laufe der Jahre etliche Male reformuliert worden. Ich hatte mal überlegt, mir den nicht mit nachzukaufen, weil er doch deutlich verwässert wurde. Aber ich kann ohne ihn nicht. Also ich kann nicht auf ihn verzichten. Er ist eben der King im Frühling, Platinum Egoist, mein Platz 1 im Frühling. Mein absoluter Sommerfavorit ist Terre de Hermès von Hermès. Terre de Hermès wurde im Jahr 2006 vom Parfümeur Jean-Claude Ellénard kreiert. Jean-Claude Ellénard hat insgesamt 130 Düfte entwickelt, davon 50 allein für das Modehaus Hermès. Er war unter anderem als Parfümeur tätig für Cartier, Bulgari, Giorgio Armani und Yves Saint Laurent. Vom Duftcharakter her handelt es sich bei Terre de Hermès um einen zitrisch-holzigen Duft. Die vorherrschenden Duftnoten sind Grapefruit, Orange, Pfeffer, Vetiver, Patchouli und Zeder. Aktuell liegt der Preis bei Douglas für 100 ml bei 88,99 €. Ja, Terre de Hermès passt durch Grapefruit und Orange, die hier enthalten sind, absolut gut in den Sommer rein. Es ist schön erfrischend und herb, ohne klebrige Süße. Es ist sehr markant, holzig und erdig. Und passt eigentlich nicht nur in den Sommer, sondern zu jedem Anlass und auch zu jeder Jahreszeit. Es ist sehr edel und einnehmend. Für mich duftet so eigentlich Erfolg. Moderner Klassiker würde ich sagen, meine absolute Duftliebe. Die Haltbarkeit und Projektion ist im Laufe der Jahre ein bisschen runtergeschraubt worden. Ich habe schon etliche Flakons hiervon geleert, aber es ist dufttechnisch einfach ein Meisterwerk, deswegen werde ich auf ihn nicht verzichten. Terre de Hermès von Hermès, der absolute Sommerking für mich und Platz 1 in den Sommercharts bei mir in meiner kleinen Sammlung. Terre de Hermès von Hermès. Mein absoluter Duftfavorit im Herbst ist Ancre Noir von Lalique. Ancre Noir wurde 1996 von der Meisterparfümeurin Nathalie Lanzon kreiert. Nathalie Lanzon ist verantwortlich für über 200 Düfte. Sie arbeitete als Parfümeurin für die Häuser Gucci, Yves Saint Laurent, Gilles Sander, Dolce & Gabbana und Dior und hat unter anderem Düfte entwickelt wie Givenchy Gentleman, This Is Him
oder Black Opium. Von der Duftstruktur ist Encre Noir ein holzig-erdiger Duft. Die vorherrschenden Duftnoten sind Vetiver, Zypresse, Kaschmirholz und Moschus. Aktuell ist Encre Noir bei Douglas für einen Verkaufspreis von 49,99 Euro für den 100 ml Flakon zu haben. Ja, Encre Noir ist wirklich ein sehr einzigartiges und interessantes Parfum. Es passt super zu einem kühlen Herbsttag. Man duftet wie nach einem Spaziergang in einem Wald, nach einem Regen. Es duftet nach feuchter Erde, nach Holz, nach Gräsern und nach Laub. Es hat zudem etwas Abgründiges und Geheimnisvolles an sich, etwas ganz Markantes. Es ist ein sehr, sehr unverwechselbarer Duft, den man unbedingt mal gerochen haben muss. Ich empfehle euch unbedingt, eine Probe davon zu ziehen. Den muss man einfach einmal geschnuppert haben. Die Haltbarkeit ist eher durchschnittlich und die Projektion ist auch eher hautnah. Aber es ist trotzdem ein Duft, den meine ganze Liebe gilt, denn er ist einfach unverwechselbar und in meinen Augen auch ein Meisterwerk. Encre Noir von Lalique, meine Nummer 1 im Herbst. Mein absoluter Lieblingsduft im Winter ist Bentley for Men Intense. Bentley for Men Intense wurde im Jahr 2013 ebenfalls von der Meisterparfümeurin Nathalie Lanzon kreiert, die auch für das Encre Noir verantwortlich ist. Vom Grundcharakter her ist Bentley for Men Intense ein würzig-holziger Duft. Die vorherrschenden Duftnoten sind Rum, Weihrauch, Leder, Zimt, Holznoten und Gewürze. Aktuell ist Bentley for Men Intense für einen Preis von sage und schreibe 38,49 Euro für den 100 ml Flakon bei Douglas erhältlich. Für mich ist Bentley for Men Intense sowas wie James Bond zum Aufsprühen. Es hat eine unheimlich männliche und maskuline Ausstrahlung und suggeriert Seriosität und Stil. Es ist elegant, luxuriös und edel. Es ist ein maskuliner, sehr warmer, würziger Duft, der unheimlich viele Komplimente bringt. Er ist eigentlich ideal für die kältere Jahreszeit und hat dazu noch eine Monster-Performance. Für den Preis ist das einfach sensationell, was man da bekommt. Von mir bekommt Bentley von Man Intense eine absolute Kaufempfehlung. Kann ich nur empfehlen. Er ist relativ günstig zu haben und ein toller Duft. Bentley von Man ist mein King im Winter. Ja, das war eine kleine Reise durch die vier Jahreszeiten und ein kleiner Ausflug in die Welt der Düfte. Dass gute Düfte nicht immer teuer sein müssen, das werde ich euch in einem meiner nächsten Videos zeigen. Deshalb gerne schon mal jetzt den Abo-Button klicken. Meine Mutter hat früher immer gesagt, Junge, wenn du nicht gut aussiehst, dann musst du wenigstens gut riechen. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort für heute. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr heute wieder dabei wart. Es hat mir wieder viel Freude gemacht mit euch. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Bemerkungen habt, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und munter. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.